What's up? Wir sind gerade unterwegs zum Carmen is the Gang Konzert. Und nehmt euch auf jeden Fall mit. Viel Spaß bei diesem Vlog. Willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben gestern leider nicht mehr weiter filmen können, aufgrund dessen, dass unser Akku leer gegangen ist. Aber nicht so schlimm, ich nehme einfach euch heute noch mit. Das Erste, was ich machen muss, ist definitiv diese Wohnung erstmal sauber zu machen. Schaut mal, was eine Katastrophe gerade hinter mir ist. Schlimm, oder? Richtig schlimm. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal sauber machen und mich dann nochmal bei euch melden. Ein paar kleine Einblicke zeigen in meine Wohnung. Das wird kein Wohnungsvlog oder so. Sowas mache ich auf jeden Fall extra. Aber ich kann euch hier schon mal die ersten Einblicke in unser Leben quasi zeigen. So Leute, ich habe versucht aufzuräumen, zumindest ist dieser Bereich aufgeräumt. Jetzt ziehe ich mich aber um, ich habe eine neue Bestellung bekommen und habe Supplergas bestellt mit so einer fetten Sohle, ich liebe es einfach. Die habe ich von Naked bestellt, da gibt es mit meinem Code sogar 15% Rabatt, da kriegt ihr auf alles, also auch auf Fila und sowas. 15%, nur dass ihr Bescheid wisst. Den Rabattcode schreibe ich am besten in die Infobox. Hier habe ich auf jeden Fall noch einen Teddymantel bestellt, ich liebe Teddymantel. Und so eine Karo-Hose, das ist von Dilaras Kollektion. Mal schauen, ob ich die kombinieren kann. Ihr seht jetzt am besten gleich auch mein kombiniertes Outfit. Tada! So, ich habe mich jetzt doch für eine schwarze Jacke entschieden und trage noch meine Supergas, weil wir werden jetzt richtig lange laufen. Hallo! Sorry! Ja, man muss schon auf dich warten. Halb Stunde! What else? Ende geschminkt. Ich bin immer der Typ, der sich im Auto schminkt. Tut mir leid. Dann nichts anderes. Bis was. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles klar. So Leute, jetzt gehen wir frühstücken.
Ja, hier gibt es in Berlin eine neue Location. Die checken wir jetzt mal ab für euch. Übrigens habe ich mich gerade kurz umgezogen. Ich habe mir eine andere Jacke, also einen anderen dünneren Mantel angezogen von Tumay, weil die schwarze Jacke ein bisschen zu dick war. Es ist heute warm in Berlin. Also wir haben gerade erst bestellt und unsere Chais und zwei Smits sind schon da. Die sind hier übrigens bei Balkheimat. Und so sieht die Karte aus, die Menüs, die Preise sind ganz normal. Wir haben auf jeden Fall Menemen bestellt. Menemen is live. Und Smit Toast mit Sucuk und Käse. Unser Essen ist da. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Also, sag mal dein. Also, wir haben beides schon zusammengestellt. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, Leute. Das lassen wir uns jetzt mal gönnen hier. So, wir sind jetzt raus und fahren zum Kudamm. Und dann werden wir genug filmen. Jetzt sind wir im Zara angekommen. Und Kübler ist natürlich voll in Selbst wenn ich das hier für Schwarzes trage, kann ich das bestimmt irgendwann tragen. So, ich habe jetzt ein paar Sachen hier gefunden. Jetzt ist er dran. Schauen wir mal, was es so gibt. Für die Herren. Wo sind denn hier die reduzierten Sachen? Da mag ich es am meisten. Tuna ist immer so ein richtiger Sparfuchs. Zeig mal. Ich mag den Stoff nicht. Der macht so komische Geräusche. Ja. Aschim, du hast doch zu Hause sowieso nur einen Schrank. Mit drei Hosen und zwei Shirts und zwei Jacken. Reicht doch. Also ja. Brauchen wir nicht mehr. Ja, finde ich auch. Deswegen können wir eigentlich auch gehen. Das ist der Jacke. Das ist so voll der Versace-Dings. Dupe. Oh mein Gott, was ist das? Blech. Weil sie verlaufen oder? Ach, guck mal, Lächer. Leute, was meint ihr? Sollte er diese Jacke wirklich kaufen oder nicht? Also von mir kriegst du doppelte Daumen runter. Und noch ein paar Hater-Kommentare von mir. Von mir persönlich. Zeig mal. Sieht das echt nicht schlecht aus. Nee, ist echt nicht meins. Ist überhaupt nicht dein Stil. Tunay hat seine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt. Nicht tanzen, dann ist eher so Zuckungen oder so. So Leute, inzwischen sind wir zu Hause angekommen und wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Einkäufe, die wir ja gerade noch voll spontan bei Lidl gemacht haben, zwei volle Tüten, einräumen. Ich habe auch Blumen gekauft. Ich liebe Blumen in der Wohnung. Also bei mir dürfen Blumen echt nicht fehlen. Die eine kommt hier hin, also der eine Bund. Und der andere Bund kommt auf jeden Fall hier hin noch auf meinen Tisch. Also hier hin. So Leute, ich habe jetzt diese Vase genommen. Ich bevorzuge die, weil ich habe die neu gekauft. Und ich liebe Gold. Ich habe so einen Tick für Goldakzente in der Wohnung. Also es ist echt voll meins. Oh Mist, jetzt ist das aber ein bisschen klein geworden mit den Blumen. So sieht das aus. So. Tunay hat gesagt, ich habe die zu kurz abgeschnitten, aber. Ja, du musst sie erst reinlegen und dann gucken, wie viel du aufschneiden musst. Egal, so schlimm sieht das jetzt auch nicht aus.
gar nicht. Für wie viel habe ich die nochmal gekauft, Aschkum? Die war richtig günstig, ne, aus der Türkei. 40, glaube ich. 40 Lira, also keine Ahnung, wie viel Euro das jetzt macht. Auf jeden Fall 6 oder so. Und keine Ahnung warum, aber unsere Bodenheizung ist immer noch nicht an. Also die Wohnungsgesellschaft hat das immer noch nicht angemacht. Ich habe es auf 6 gedreht. Aber es ist in der Wohnung so heftig kalt, ganz ehrlich, wir frieren uns hier ernsthaft den Arsch ab. Gleich geht's noch auf die türkische Hochzeit, wie gesagt, und ich weiß noch gar nicht, was ich tragen soll. Ich muss gleich noch in den Kleiderzimmer und mir einige Dinge raussuchen. Ich habe eine Hose gekauft, die zeige ich euch gleich, und eine Kette. Ich hoffe, ich kann dazu noch was kombinieren von mir. Ich nehme euch mal jetzt mit, am besten direkt ins Kleiderzimmer. Moment. So, beachtet bitte nicht die Unordnung im Raum. Wir waren echt einen Monat nicht richtig zu Hause und sind nur rein und raus quasi. Ich muss hier jetzt echt was rausfinden und dann noch einige Dinge rausfischen, weil ich ja morgen zum Trödelmarkt gehe und einiges noch verkaufen möchte. Mal gucken, was ich jetzt erstmal finde. Oh mein Gott, Leute, wir sind so heftig unter Eile. Nach gefühlten 50 Stunden. Sie benühren die Stunden später. Ei. Sind wir endlich fertig und gehen jetzt los zum Hotel. Mal gucken. Wir sind jetzt bei der 15. Location angekommen. Ich hatte gar keine Zeit, mir euch zu zeigen, was ich anziehe, aber ich zeig's euch gleich. Aber ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Die Location ist auch echt top. Ist nur zu empfehlen für Leute, die ein bisschen Geld haben, im Hotel zu heiraten. So Leute, es ist Schlafenszeit und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Adios, amigos.